Dieses Porträt zeigt Bette Davis, eine der berühmtesten Filmschauspielerinnen der USA, und zwar ein Jahr vor ihrem Tod. Aufgenommen wurde das Porträt von Pia Zanetti. Sie hat die Leute, die sie fotografierte, irgendwie immer wieder durchschaut. Und bei Bette Davis sieht man das sehr schön. Es gibt dieses Puppenhafte. Sie möchte sich irgendwie um jeden Preis jung halten, aber alles blättert ein wenig, alles bröckelt ein wenig. Und hinter dieser puppenhaften Fassade kommt dann doch ein Mensch, ein einsamer Mensch zum Vorschein. Es ist fast auch ein tragisches Bild, wenn man das anschaut. Irgendwie ist diese berühmte Legende des amerikanischen Films sehr, sehr alleine auf diesem Bild.